Hi, ich bin schon wieder am Strand. Heute ein bisschen später. Die Trauung ist 17 Uhr gewesen. Vor 17 Uhr daheim und dann war noch was früher da. Das russische Pärchen, von dem ich erzählt habe. Ich habe vorhin halt das unter ein Foto geschrieben, dass es ein russisches Pärchen ist. Ich habe mir gar nichts gemacht, weil eigentlich alles schon vorbereitet ist. Meiner Kamera noch ein bisschen ausprobiert. Die sie selber auch besitzen, aber halt nicht zwei davon, sondern noch eine 7D, das ist der eine, die kein Vollformat hat. Und da sie einfach aus beiden Perspektiven gleichzeitig filmen wollen, haben sie das mal ausprobiert. Da hinten sind die beiden gerade fertig, haben sich das Jawort gegeben. Ich glaube, er hat ein kleines Tränchen verdrückt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sah auf jeden Fall so aus. Die sprechen leider nur Russisch, das ist ein bisschen schwer für mich, mit denen zu kommunizieren. Muss ich auch nicht, weil der auch Russisch spricht und Fotografin auch. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich angenehm. Die Sonne kommt gerade raus. Ist hier wie immer ziemlich cool. Der Strand heißt Belazar, das habe ich jetzt gelernt. Konnte ich mir jetzt auch langsam merken. Ich zeige euch noch ein bisschen was. Ziemlich cool sind auf jeden Fall die Felsen da hinten. Die gibt es ja eigentlich fast überall. Richtig cool ist auch, wenn man hier so die Bucht entlang guckt. Da hinten wenn man so die Häuschen da oben so am Berg sieht, das ist wahrscheinlich auch irgendein Resort oder so. Das ist meistens so. Aber es gibt auch viele Stellen, wo dann halt einfach Privathäuser dort sind und die dort leben. Das ist auch ziemlich cool. Ja, ich habe da gestern so einen Kommentar gelesen. Neid. Das war sicherlich auf jeden Fall nur so, oh wow, ich wäre auch gern dort. Ich denke, dass diese Geschichte, also ich glaube, dass überhaupt niemand neidisch ist, wenn er meine Bilder sieht und so. Und die Intention für mich dahinter ist ja auch, dass ich euch zeige, wie schön es hier ist, dass ihr irgendwann mal, wenn ihr Bock, Zeit und das Geld dafür habt, dass ihr mal hierher kommt und diese wunderbare Welt einfach mal genießt, weil es traumhaft ist. Ich glaube, dass bei niemandem Neid aufkommt, wenn er sowas sieht, weil also das, was ich hier mitbekommen habe und was ich verstanden habe, das ist hier kein unerreichbarer Ort. Das ist etwas, hier kann man unglaublich viel Geld ausgeben, 1000, 2000, 6000 Euro die Nacht sogar. Aber das sind natürlich Regionen, die sich wirklich nur Leute leisten wollen, die keine Ahnung, sich über Geld wahrscheinlich noch nie Gedanken machen mussten. Aber ich glaube, für jemanden so wie mich, der ja, sich viel Mühe geben muss, um Geld zu verdienen, der ja, nicht unbedingt auf dem grünen Zweig ist oder keine Ahnung, also nicht sagen kann, ich greife mir in die Tasche und zahle das jetzt halt einfach, ist das hier auch erreichbar. Nämlich einfach, weil es hier Möglichkeiten gibt, zu übernachten in ganz, ganz tollen Gästehäusern, in die 50 Euro die Nacht kosten, wo man zu zweit schlafen kann. Das kann man nicht mal in Deutschland. Es ist halt einfach ein teurer Flug, man muss halt lange fliegen. Ich glaube, ein Flug kostet um die 1000 Euro. Kann man auch aber für 500 Euro kriegen, wenn man ein bisschen länger guckt, länger wartet, flexibler ist. Das sind die meisten leider nicht, aber auch wenn, kann man einfach ein bisschen sparen und sagen, okay, das ist ein Ziel, das, was der Mühlich mir da jeden Tag gezeigt hat, das will ich unbedingt mal erreichen. Also halt nicht mein Ziel, sondern halt die Seychellen. Und ich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, hier mal herzukommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt mal zwei Wochen raus, schalte den Kopf aus und genieße einfach ein Paradies. Und ja, ich könnte da noch stundenlang drüber reden, wie einfach oder wie möglich das ist. Braucht mir auch niemand erzählen, dass es nicht machbar ist. Wenn ja, dann her damit mit den Kommentaren. Ich finde immer auf jeden Fall einen Kommentar oder eine Lösung oder eine Antwort darauf. Hier ist ein Tourist, den werde ich mal ein bisschen ausblenden. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, das mitzunehmen. Und ja, auf jeden Fall kann ich nicht so viel zeigen, wie ich gerne möchte, weil meine Handykamera dazu nicht so ganz in der Lage ist. Jetzt nochmal probieren. Ja, doch, da ein bisschen Himmel kann man sehen. Wir switchen auf jeden Fall, weil wir heute später dran sind, nachher zu dem anderen Strand, wo ich auch nochmal nachfragen muss, wie der heißt.
Werde ich auf jeden Fall dann noch drunter unter ein Foto posten, was ich nachher auf jeden Fall nochmal irgendwie raushole. Und da sehen wir dann auf jeden Fall einen ziemlich coolen Sonderuntergang. Da werde ich hier gleich nochmal die Hühner verrückt machen und sagen, komm, hopp, 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 rüber da jetzt. Das Videoteam hat jetzt auch ihre Koffer endlich bekommen. Die sind leider ein bisschen hinterher gewesen. Und wir haben noch so eine Drohne mit, also die auf jeden Fall hochfliegt. Und diese Bilder, die wollt ihr auf jeden Fall sehen. Und ich hoffe, dass ich da, wenn ich wieder zurück bin oder wenn die beiden wieder zurück sind und ihr Zeug fertig haben, da euch auf jeden Fall auch noch mal einiges von zeigen kann. Also das, was ich auf deren Kameras gesehen habe, unglaublich geil. Also die haben das schon drauf, die haben ein geiles Auge, geile Szenen und so weiter und so fort. Heute mit dem Pärchen, das russische Pärchen, sie ist auf der Bühne, macht so Competition für, ich glaube, Fitness oder Bodybuilding. Also die hat ein... Okay, mehr brauche ich nicht sagen. Ja, also ich sag mal, das Kleid sitzt gut und die beiden sind beide echt ziemlich geil drauf. Und auch wenn sie mich nicht verstehen, man merkt, dass sie echt Spaß haben. Und ja, also ich melde mich auf jeden Fall spätestens morgen natürlich wieder mit anderen Ausblicken. Morgen haben wir noch in Victoria was vor. Und ja, da werden wir dann ein bisschen andere Sachen filmen. Macht's gut.